Hallo zusammen und willkommen zu den Nachbarsbauern. Neue Session, neue Aufnahmesession. Wir sind wieder Freitagabend live hier auch auf Twitch. Könnt auch da gerne immer mal wieder vorbeischauen. Und ja, selbstverständlich nicht alleine, sondern mit dem guten Franken Andi. Hallo Andi, guten Abend. Hallo. Oh, deine Kiwi ist übrigens wieder auf Wandern gegangen, sehe ich gerade. Okay. Sie passiert gerade die zwei Türme. Also vielleicht ist es Herr der Kiwi oder so. Ach, komisch. Letzte Session ist sie ja liegen geblieben irgendwie und jetzt rollt sie wieder. Wer weiß, was da für komische Geister wieder sind. Ja, das so. Aber du Gacki, ich bin gerade auf den Trichter gekommen, ich leih mir noch mal kurz deinen LKW aus. Mach das. Ich habe gedacht, ich mache nur ein bisschen Kohle, weil, warum nicht? No. Ja, ich bin hier noch am tiefen Lockern. Ich habe ja noch ein Feld. Ah, oh, da will ich noch gar nicht dran denken. So, oh, dann habe ich ja schon einen sehr guten Titel für die Folge. Herr der Kiwi. Tja. Also, das hören wir mal. Also wenn das kein Clickbait ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja jetzt wirklich zum Vollprofi hier geworden. Ne? Meine Seitenkonsole ist da. Oh, wow. Jetzt bin ich nur die ganze Zeit am Überlegen, was lege ich auf welche Knöpfe. Ja. So ein paar Sachen habe ich schon. Es wird langsam. Es wird langsam, dann bist du ja schon fortschrittlicher wie ich. Tja. Ist ja wild, also einfach so auf die Tasten, so alle Geräte heben, alle Geräte senken und so. Ja, VCA an, aus und solche Geschichten. Habe ich so da jetzt drauf gepappt. Da laden wir jetzt mal Butter auf, weil wir es können. Dann nehmen wir Schokolade. Hey. Da passen noch zwei Paletten drauf. Was soll denn das hier? Und dann verkaufen wir noch ein paar Nudeln, weil da haben wir auch zu viel davon. 40 Paletten ist vielleicht ein bisschen viel. Mach mal nur 26. Das müsste ja auch reichen. Kein Kalk. Das ist gut. Das ist gut. Oh. Das hat ja gut geklappt. So, warum sind da jetzt keine Paletten drauf? Was soll denn jetzt der Käse hier? Wollen wir die zwei hier da drauf stellen? Nee, komm, wir fackeln hier nicht lange rum. Spanngurte um. Sondern machen wir einmal hier. Meinst du, wir können die Palette da. Das ist eigentlich gar keine dumme Idee, ne? Wir löschen die da einfach drauf. Die steht da super. Also ich hab den LKW-Lagerplatz bestmöglichst ausgenutzt. Okay. So. Ja, das gefällt mir. Ich komm mal kurz oben, dann kannst du mal den Lagerplatz angucken. Das ist. Okay. Labelle, wo bist denn du schon wieder unterwegs? Ach so, vielleicht sollte ich noch Schläuche dann machen. Ja, sollte. Und da bin ich auch schon an der Laterne hängen geblieben. Es ist gut, dass du da gerade was von Schläuchen sagst. Bei mir sind es jetzt nicht die Schläuche, aber irgendwie habe ich da so eine Reparaturanzeige, die rot ist und unten drunter ist so ein anderer Strich, der rot blinkt. Das ist nicht gut, glaube ich. Sowas wie Tankanzeige? Ja, ich glaube, ich fahre gleich mal rüber zu meiner Tankstelle. Jetzt kommt dann mal. Ich darf die Maus nicht anfassen. Ich muss das hier mit dem Joystick machen. Das muss ich noch lernen. So, guck mal.
Okay, ja. Ja. Ja? Ja. Die. Gut ausgelastet. Ja, das ist, ne? Jeden Quadratzentimeter genutzt. Ja, passt schon. Sehr gut, sehr gut. So, das da. Dann wollen wir doch mal nochmal 3 Euro dazu verdienen. Nee, das ist mir, glaube ich, doch zu riskant hier. Oha. So niedrig schon die Tankerzeige. Ja. Wenn er rot am Blinken ist, ja, ist das nicht gut. Nicht so ein gutes Zeichen, ja, hast du recht. Das Coole ist, wenn ich mir immer den Gacki sein LKW ausleihe, muss ich keinen Cent für den Sprit bezahlen. Hat er jetzt nicht laut gesagt, oder? Hey! Oh. Ui. Oh, ich war voll auf dem Eisen, Alter. Oh, okay. Hallo, Klippen. Blöde Ente. Ich sag mal so, mein Briefkasten liegt mal wieder. Ah. Aber diesmal liegt der Briefkasten, weil ich auf dem Briefkasten drauf lieg. Oh, komm. Oh, die blöde. In der Einfahrt rammt mich so eine Ente weg. Ich glaub das nicht. Aber du weißt ja, was für ein Vorteil das man hat, wenn man keinen Briefkasten hat. Ach, man bekommt keine Berechnung. Richtig. Ah, die Tankanzeige wird grün. Oh, ist das gut. Ruhig, Traktor. Du brauchst hier nicht mit der Drehzahl so schwanken. Hallo. Ja gut, das ist doch ein netter Kontostand. Gut, weiter geht's. Zurück auf den Acker. Auf der Acker. Ja, ich muss mich da jetzt wirklich dran gewöhnen, dass ich die Kameraschwenks nicht mehr mit der Maus mache. Okay. Oder mit dem Joystick. Ja, du fährst du innen oder Außenperspektive? Jetzt gerade außen. Ja gut, bei Feldarbeiten habe ich das auch ganz gerne mit der Außenperspektive. Ja, es ist halt einfach mit, wenn du das mit dem Joystick machst, hast du halt eine smooth Bewegung einfach. Mhm. Das ist halt schon beinahe nicht so abgehackt, wenn man mit der Maus hier durch die Gegend eiert. Echt? Da finde ich auf jeden Fall besser. So, weiter geht's. Ja, aber meine Maus ist eh relativ langsam eingestellt, weil ich mag das nicht, wenn die so schnell ist. Wo ich mich noch auf jeden Fall dran gewöhnen muss, sind wirklich Frontladearbeit mit dem Joystick. Zumal ich den eben mit der linken Hand bedienen muss, brauche ich da noch ein bisschen Feingefühl. Und du hast jetzt aber die Seitenkonsole, ne? Ja. Ja, aber gut, den Joystick vor der finde ich sowieso relativ ungut. Ich habe mir schon mal überlegt, so einen normalen Joystick zu kaufen, weil der halt doch deutlich besser ist wie der von dem Seitec-Lenkrad oder Seitenkonsole. Ja, hatte ich auch schon mal überlegt. Ich glaube, ich mache eh die Frontladearbeiten mache ich weiter übers Lenkrad. Das bin ich jetzt gewohnt und das geht einfach auch besser, finde ich. Also zumindest für meine Bedürfnisse. Aber ebenso diese ganzen anderen Funktionen, wo man sonst immer noch auf die Tastatur macht, gucke ich, dass ich möglichst viel eben da auf die Konsole lege. Da ist das doch ein bisschen angenehmer. Ich habe jetzt mal so einen Übersichtsplan irgendwie rausgesucht und beschrifte mir die jetzt so, was ich wo drauflege, damit ich das hinterher auch weiß. Mhm.
Ja gut, ich glaube die Nudelpalette, die ist da erstmal lost. Kriege ich die da weggeschoben? Kann man vielleicht so? Das hat ja gut geklappt. Ja, So. perfekto. Anderthalb Bahnen noch und dann geht's auf das nächste Feld. Oh Gott. So. Müssen wir hier nur noch den Tieflader wieder richtig parken, dass wir das nächste Mal hier wieder schön beladen können. Was machen wir jetzt mit dem ganzen Geld hier? Könnte ja der Bank nicht noch mehr Kredit zurückbezahlen, sonst wird die irgendwann großen wahnsinnig. Irgendwann, das kann man ja nicht zulassen. Oder? Also ich fahre schon wieder echt den Stuss des Lebens zusammen hier, ne? Ah, 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 ah. Ja. Oh, guck mal. Ja. So, passt das so? Das Ich jetzt passt. zwar Das passt Wenn ich mal optimal. überlege, habe ich das jetzt hier eigentlich auch mit reingenommen oder nicht? Ne, hier na klar nicht. Na gut, egal. Was denn? Ne, das Kubota Equipment Pack. Oh, was? Es gibt als Mod mit verschiedenen Gerätschaften. Pressen, Schwader, Wender. Unter anderem, was ich da sehr schön finde, ist, da ist ein Dünger-Kalkstreuer, den man anhängen kann, so wie den kleinen Amazone, der auch irgendwie 3000 Liter hat, mit Aufbau 10.000, der aber auch beim Kalk 42 Meter freut. Das finde ich schon. Ja gut, da kommst du mit 10.000 Litern zwar nicht sehr weit, Ich wollte es gerade sagen. aber 3 Meter, dann ist die Kiste voll, leer. so ungefähr. So. Gut, dann hätten wir das auch schon erledigt. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt noch ein paar Paletten durch die Gegend. Und dann geht es schon wieder in den Januar rein. Das ist ja wild hier. Oh. Und ich habe schon wieder gehört, du hast schon wieder hier dekorisiert. Ja, es ist irgendwie das eine Deko-Pack hat irgendwie 15 neue Teile bekommen. Und irgendwie Okay. müssen wir Picknicktische mit Schirm, ohne Schirm, achteckig und rechteckig, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen. Kam Okay. beide heute in Mod Hub, interessanterweise. Oh, hallo. Irgendwie. Gaki. Ja. Ja, ich habe hier gerade ganz komische Wasserspiegelung. Ich wollte dir nur sagen, dass gemischter Salat hier nicht angekommen, Ja. angenommen wird. So, er sagt, wir haben Picknicktische. Musste gleich mal gucken, ne? Nein, nein. So was würde ich doch niemals tun, Gaki. Als ob ich Deko bauen würde. Ja, genau. Besen, Gießkanne. Oh, warte Oh. mal. Das finde ich gut. Also das sind die Deko-Hühner. BGA, BGA. Oh, Zuckerrüben nur noch für 3 Stunden. Da müssen wir nachladen demnächst mal. Das Oh, findet ja. der Gacki bestimmt gut, wenn ich das so mache. Oh Gott. Baumwolle ist klar, das lassen wir auslaufen. Ja, komm, wir machen das erstmal wieder weg. Spiel? Hallo Kesu, guten Abend. Okay. Immer wenn so ein Ä kommt, ist das
Nie ein gutes Zeichen. Ich kann mich nicht durchs Baummenü klicken, weil... Weil? Ja, weil dann ich die Kamera dreht einfach, wenn ich meine Maus bewege. Und ich fliege schon wieder aus dem Monitor, aus dem Bildschirm raus. Das ist auch super. Funktioniert das wieder alles sehr gut. Ach Gott. Es ist Freitag. Ja. Dann fahre ich halt nur Paletten weg. Aber ich habe schon mal was. Ich habe schon mal was platziert. Hä? Okay. Ja, gut. Hallo Spiel. Ich würde gern so meinen Frontlader bewegen. Ich stehe gerade hier auf der Stelle mit durchdrehenden Reifen. Okay. Ja, hier ist keine Kollision. Gut, da ist vielleicht der Rand ein bisschen komisch oder irgendwie. Was bist du denn? Warte, jetzt. Doch, jetzt. Ah, da ist. Irgendwie ist da ein bisschen ein komischer Hubbel gewesen. Ach, da oben bist du. Es war gerade ein bisschen merkwürdig. Ja, ich kann meine Maus irgendwie nicht mehr benutzen. Ich kann meinen Gabelstapel nicht mehr bedienen. Gut, das ist ja wild. Was mache ich denn dann? Ich kann nicht mehr so viel tun. Ich kann nichts mit Frontlader tun. Du bist ja ein wildes Huhn. Hi, gehst du noch mal wieder rein? Komm, geh wieder rein. Hm? Komm. Oh, durch die... Boah, habt ihr das gesehen? Das Huhn kann durch... Das ist aber zickig. Naja, gut. Dann gucke ich halt mal nach meiner BGA. Genau. Machen wir was Sinnvolles hier noch zum Schluss. Wie sieht's denn hier aus? Da ist die Lasche drin, das ist schon mal gut. Kann man hier das mal noch anschalten? Ja, sehr gut. Füll da mal noch nach. 50.000 Liter haben wir noch. Wie viel ist denn da allgemein in der Produktion drin? Kann man mal... Mehl. Silage, Bunker. Ach ne, nur hier. Ach, voll. Guck mal. Nice. Mist. Mein Mist wird immer weniger. Wieso wird immer mein Mist immer weniger? Wie kann das denn passieren? Ich habe doch immer mehr Kühe. Die scheißen doch jetzt mehr, oder? Keine Ahnung. Ich wollte gerade wieder was sagen, aber das lasse ich lieber. Oder haben die Damen da am Anfang so viel mitgeschissen? Wer weiß. Entschuldigen Sie? Ich hätte mal eine Frage. Wird hier nicht mehr geschissen? Hallo? Ich bekomme keine Antwort. So ein Scheiß hier. Ich bin ja gar nicht, ne? Ja, deswegen würde ich sagen, wir beenden den Scheiß jetzt hier einfach mal. Liebe Leute bei YouTube, morgen um 12 geht's selbstverständlich weiter hier. Mal gucken, was wir dann für einen Scheiß machen. Sagen wir es nochmal. Hoffen wir, dass YouTube da nichts dagegen hat. Ja, gut, also wie gesagt, morgen um 12 geht's weiter. Guckt einfach rein. Bis dann. Tschüss. Was bleibt dir da noch anders zu sagen wie so eine Scheiße? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.